Vers 25. Wenn jemand, der das Erwachen anstrebt, sogar bereit sein sollte, seinen Körper herzugeben, brauchen äußere Dinge danach erwähnt zu werden? Freizügig zu geben, ohne Hoffnung auf Dank oder karmische Frucht, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Dana, das kennt ihr. Dana, freizügiges Geben. Und das ist die Grundpraxis. Also geben, weil es der Situation gut tut, weil es den Menschen gut tut, weil es gebraucht wird. Da steht dann so im Vorsatz, wenn jemand, der das Erwachen anstrebt, sogar bereit sein sollte, seinen Körper herzugeben. Es wird uns so untergejubelt. Ne? Hm? Körper hergeben ist gar nicht mehr so gefragt heutzutage. Zeit ist gefragt. Zeit, Energie, darum geht es eigentlich, wenn wir Körper sagen. Also wenn jemand, der das Erwachen anstrebt, ohnehin sein ganzes Leben, seine ganze Zeit, seine ganze Energie der Praxis schenkt, was brauchen wir dann noch äußere Dinge zu erwähnen, die sollten eigentlich leicht mit anderen zu teilen sein. Das ist, was hier gemeint ist, wenn es heißt, den Körper herzugeben. Also körperliche Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Aber die Zeit ist das Wichtigste. Auch freigebig zu sein, nicht nur mit Geld, sondern auch mit unserer Energie, Kraft, Hilfe, direkte Hilfe, Zeit, Zeit, Zeit. Das Kostbarste, was wir haben, ne, sagen wir oft. Damit freigebig zu sein, das ist eine tolle Übung. Und wenn ihr mich fragt, was hier Vers 25 eine Übung sein könnte, dann könnte es sein, einmal am Tag mehr Zeit zu haben, als es die Zeit erlaubt. Ja? So, das Extra. 26. Ohne heilsames Verhalten werde ich nicht einmal das eigene Wohl verwirklichen. Und mein Wunsch, das Wohl anderer zu bewirken, wird lächerlich. Frei von samsarischem Streben, Disziplin zu wahren, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Ich habe das Gefühl, wir gehen ja durch die Paramitas. Ist euch das schon aufgefallen? Wir gehen hier durch die befreienden Qualitäten. Wir haben mit Freigebigkeit angefangen. Dana, jetzt ist Shila. Ja? Jetzt sind wir bei heilsamem Verhalten, manchmal auch als Disziplin übersetzt. Ohne dass ich mich heilsam verhalte und das Schädliche aufgebe, werde ich nicht einmal mein eigenes Wohl bewirken. Umso weniger das Wohl anderer. Deswegen ist das die Praxis aller Bodhisattvas, und zwar ohne samsarische Motivationen dahinter. Dieses samsarische Streben ist für mein heilsames Verhalten, für meine Abstinenz, für meine Disziplin und so weiter, irgendwie Anerkennung von anderen bekommen zu wollen, irgendwie besser damit dazustehen. Also, das auch noch lassen, einfach weil es gut tut. Wir üben heilsames Verhalten einfach, weil es heilsam ist. Braucht keine andere Begründung. Es tut gut, mir selbst und anderen. Ich könnte jetzt natürlich einiges dazu erklären, aber eigentlich ist der Punkt doch klar. Oder wie ist das? Ihr kennt die fünf grundlegenden Silas, ja? Also die Disziplin des Unterlassens schädlicher Handlungen wie Töten, Nehmen, was nicht gegeben wurde, also Stehlen, Ehebruch, also Eindringen in Beziehungen, Beziehungen sprengen, Lügen, Unterlassen von Lügen, ja. Und dann als fünftes, um den anderen nicht zu brechen, dass man es unterlässt, Rauschmittel, Alkohol zu sich zu nehmen, in einem Maße, dass man die Kontrolle über sich verliert. Also den Geist vernebelt. Das sind die grundlegenden fünf, dann gibt es 10 und dann gibt es weitere und dann gibt es 3 Arten von heilsamem Verhalten, das Unterlassen schädlichen Verhaltens, das heilsame Verhalten, was das eigene Wohl bewirkt, das ist die eigenen Praxisanstrengungen, und das heilsame Verhalten, was das Wohl aller bewirkt. Also
anderer. Dazu gehören eben diese ganzen Bodhisattva-Übungen mit dazu. Machen wir weiter mit 27. Für Bodhisattvas, die sich nach dem Reichtum heilsamen Handelns sehnen, sind alle, die ihnen Probleme machen, wie ein kostbarer Schatz. Denn frei von Hass und Ablehnung, sich bei allem in Geduld zu üben, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Geduld ist der dritte Parameter. Also wenn man sich in Geduld üben muss, das bedeutet, dass man gerade keine hat. Dass sie nicht von selbst da ist. Sich in Geduld üben heißt nicht, alles hinzunehmen, aber das, was man nicht ändern kann, da muss man sich in Geduld. Etwas von den wichtigsten Schlüsselunterweisungen, die ich von General Pacheco bekommen habe, war, Geduld ist automatisch da, wenn Mitgefühl da ist. Wer Mitgefühl hat, braucht keine Geduld. Macht das Sinn? Schon, gell? Wer sich einfühlen kann, übersetzen wir es uns mal so, wer sich einfühlen kann, der hat leicht Geduld. Wer sich nicht einfühlen will, der hat Mühe. 28. Wenn wir sehen, wie Hörer und Selbsterwachte, die für ihr eigenes Wohl praktizieren, einen Eifer entwickeln, als hätten sie Feuer auf ihrem Kopf zu löschen, also Eifer in der Praxis, dann spornt uns das, dann spornt uns das für das Wohl aller Lebewesen zu der freudigen Ausdauer an, welche die Quelle aller Qualitäten ist. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Es war sozusagen, wenn selbst diejenigen, die nur sich selbst retten wollen, solch ein Eifer an den Tag legen, als hätten sie Feuer auf dem Kopf zu löschen, was sollten wir uns dann sagen, die wir für alle praktizieren, für das Wohl aller Lebewesen? Wir müssten ja viel, viel mehr Eifer noch an den Tag legen. Macht doch eigentlich Sinn, oder? Das ist ein gewisser Humor in diesen Versen, habt ihr schon gemerkt. Ne? Die haben es in sich, weil für den eigenen Nutzen macht man manchmal unglaubliche Anstrengungen. Und wenn es dann um das Gemeinwohl geht, werden wir schnell schlaff. Warum eigentlich? Es macht nicht so viel Sinn. Tatsächlich habe ich beobachtet, dass wenn Praktizierende wirklich ernsthaft so ein halbes Leben unterwegs sind, in dieser Art zu praktizieren, dass es sie nicht mehr motiviert, für den eigenen Nutzen Dinge zu tun. Dass sie tatsächlich viel mehr Motivation haben, etwas fürs Gemeinwohl zu tun. Vielleicht kennt ihr das von euch selber auch. Dass ihr euch nicht unbedingt mehr aufraffen könnt, dieses oder jenes für euch selbst zu machen, zu praktizieren und so weiter. Aber dass es sofort die Motivation kommt, wenn ihr den größeren Kontext seht. Ich glaube, das ist eigentlich sogar ziemlich normal. Ich glaube, dass dieses ganz auf das eigene Aussein eher die Ausdruck des greifenden, haftenden Geistes ist. Was schafft den Paradigmenwechsel? Was schafft den Paradigmenwechsel, ja? Ich möchte aus der Erfahrung antworten, deswegen muss ich gerade mal, also das Erste, was mir einfällt, ist, die Freude, wenn man die Freude anderer erlebt oder das Wohlergehen anderer, ist eigentlich unübertrefflich. Es gibt kaum etwas Schöneres, als die Freude anderer zu erleben, wenn man irgendwie dazu beigetragen hat. Das ist so eins. Oder wenn man merkt, wie andere, ja, es gehört auch, wie sie freier werden, es ist ein unglaubliches Geschenk dabei anwesend zu sein. Also die Mitfreude ist da ein großes Element. Was würdest du sagen? Ich überlege mal weiter. Ihr könnt ja alle mal mit überlegen. Vielleicht habt ihr da eure Erfahrung. Ich bin drauf gekommen, die Frage ist einfach, weil wenn ich Feuer auf dem Kopf habe, dann habe ich Not. Ja, dann handle ich, wenn ich Not habe. Engagement für andere, zum Wohlergehen anderer beizutragen, spüre ich die direkte Not. Ja, das ist toll, dass du das sagst, weil da kann ich ein bisschen was beisteuern aus der eigenen Erfahrung. Und zwar, als zum ersten Mal richtig klar war, worum es eigentlich geht auf dem Weg des Erwachens, also die Natur des Geistes und mir die
wirklich bewusst war, in welcher Illusion ich selbst gesteckt hatte. Da entstand diese Not, dieses Gefühl, ein Mitgefühl für alle anderen, die da drin stecken und nicht sehen, wie es einfach ist. Das war so, so stark. Daran kann ich mich erinnern und das geht bis heute weiter. Es ist nicht mehr so ein Erleben im Kontrast, aber damals ist das eingefahren mit einer Intensität, da kann ich mich ganz, ganz gut dran erinnern, weil es war wie nicht auszuhalten zu wissen, dass es eigentlich so einfach ist und trotzdem alle, die mir lieb sind, das nicht kennen. Und die, die mir lieb sind, das sind halt so viele, denen ich begegne. Und das ist alles zu tun, um das zu beheben. Das ist so, wie wenn du vielleicht siehst, da beginnt ein Schlafzimmer zu brennen und da sind noch Leute drin und dann willst du die wirklich retten. Das ist dann so wie Feuer auf dem einen Kopf, aber das bei anderen und dann ist die Reaktion genauso stark. Also so habe ich es tatsächlich erlebt und das hat auch damals bewirkt, dass ich zunächst Mönch geworden bin und dann einfach, dass ich auch, ja, dass mein Leben dem Dharma gehört, weil ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, weil ich halte das für die Medizin, die wir brauchen. Also das ist auch eine Motivation. Es gibt einen Satz, der heißt, was mir noch schlecht gegangen ist und ich noch selber, habe ich gedacht, allen anderen geht es gut, aber nur mir geht es schlecht. Mhm. Und was mir dann besser gegangen ist, habe ich gesehen, dass es mir besser geht und allen anderen auch schlecht. Alle anderen schlecht. Also der Kontrast. Und das hat auch in dir eine Motivation freigesetzt, den anderen zu helfen. Ja. Ja, genau. Der Kontrast zwischen dem eigenen Erleben, dem eigenen freien Erleben und dem doch sehr engen Erleben auf der anderen, das gibt diese Motivation. Ich dachte, ich hätte da vorne noch eine andere Hand gesehen. Eigentlich ist dieser Weg, ja genau, jetzt kann man das Ganze mal runterkochen auf das Einfache. Und zwar immer, wenn ich etwas erfahre, erlebe, was mir gut tut, dann ist es ein natürlicher Impuls, das mit anderen teilen zu wollen. Ihr kennt das, ihr wart auf einem Seminar oder ihr habt eine Heilmethode entdeckt, die für eure Beschwerden genau das Richtige ist. Und ihr trefft jemanden, der hat dieselbe Beschwerde und ihr werdet sofort ihm erzählen, da geht's lang, du, das musst du ausprobieren und so. Das ist eigentlich unsere Praxis. Immer das, was uns gut tut, freigebig mit anderen zu teilen und dafür zu arbeiten, dass andere Zugang dazu finden, dass es ihnen zur Verfügung steht, dass es leicht ist, für sie dahin zu finden, das umzusetzen und so. Das ist eigentlich eine natürliche Reaktion, wenn wir etwas kennen, was gut tut und wir Freunden begegnen. Die Frage ist nur, können wir dieses Gefühl von Freundschaft auf noch mehr Menschen ausdehnen? Können uns noch mehr Menschen so ein Herzensanliegen sein, als die, die wir ganz intim und persönlich kennen? Und das ist möglich. Ich habe es auch nicht wirklich für möglich gehalten, aber es ist möglich, den Menschen, also ganz, ganz vielen Menschen liebevoll zugewandt zu sein, sodass das eine echte Motivation und Kraft gibt. Das ist möglich. Fangen wir mal einfach mit dem Nächsten an, dem wir begegnen. Das wäre so der nächste Schritt. Und freudige Ausdauer. Die Natur von freudiger Ausdauer, von diesem vierten Parameter ist, sich nicht beirren zu lassen, von egal welche Hindernisse dabei auftreten, das, was uns gut tut, auch anderen zur Verfügung zu stellen und selber das zu praktizieren, was uns gut tut, was im tiefsten Sinne heilsam ist. Dieses Unbeirrbare, alle Hindernisse überwinden, das ist mit Ausdauer gemeint. Und das Freudige, das wird so definiert, dass es die Freude daran ist, das Heilsame zu leben und zu tun. Aus dem, was den Geist öffnet, kommt selber die Freude. Die braucht nicht noch von woanders herzukommen. Einfach, weil es den Geist und das Herz öffnet, entsteht Freude. Das ist so. Etwas, was diese öffnende, lockernde Wirkung hat, geht immer mit einem freudigen Geist einher.
Es ist jetzt nicht die exuberante Freude, das ist so eine enthusiastische Freude, sondern es ist so eine ganz offene, ganz gelöste Freude. Fünftes Parameter. Wenn wir verstehen, also in Vers 29, wenn wir verstehen, dass nur die Verbindung von stabiler geistiger Ruhe mit intuitiver Einsicht emotionale Verblendung völlig überwindet, üben wir uns in der Meditation, welche die vier formlosen Versenkungen völlig transzendiert. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Da braucht es ein bisschen Erklärung dazu. Es gibt Ansätze in der Meditation, wo nur Geistesruhe praktiziert wird. Also das, was hier geistige Ruhe genannt wird, Shamatha. Und das Erkennen der Qualitäten des Seins, der Natur des Geistes, der Natur des Erlebens, wird nicht ausreichend unterstützt. Also der Vipassana-Aspekt wird nicht ausreichend genährt. Vipassana-Praxis beginnt damit, den Wandel von allem zu betrachten, also das Nichts von dauerhafter Natur ist, hineinzufühlen. Wie ist das eigentlich? Und mit der prozesshaften Natur des Erlebens vertraut zu werden, zu merken, dass darin, dass auch das Ich prozesshaftes Erleben ist, das Ich als Prozess, ja, aber nichts Substanz, kein nichts Stabiles, kein Wesenskern, kein Selbst als Wesenskern zu finden. Das sind Beispiele für Einsichtsprozesse. Und eigentlich dient buddhistische Meditation der Einsicht. Sie hat darin ihren Zweck. Sie hat nicht ihren Zweck in der Geistesruhe. Es gab vor dem Buddha und es gibt auch heute noch viele Praktizierende auf der Welt, verschiedenen Schulen, die diesen Einsichtsaspekt vernachlässigen und mehr in die meditativen Versenkungen gehen wollen, die man die Dhyanas nennt. Da gibt es die vier Dhyanas im Bereich der Form und die vier Dhyanas im formlosen Bereich. Das sind tiefe Seinszustände, die allerdings noch eine feine dualistische Funktion haben. Zunächst mal noch eine deutlich beobachtende und dann in den formlosen Zuständen ist der beobachtende Aspekt immer feiner und es kommt zu einem Erliegen oder Versiegen der erkennenden Prozesse des Geistes. Und der Hinweis hier ist von Thokme Sampo, dass wir bitte nicht in diese formlosen Versenkungen hineingehen und meinen, das wäre das Erwachen, weil da sind die erkennenden Prozesse nicht aktiv. Wenn wir da herauskommen, haben wir immer noch nicht die Natur des Seins erkannt, sondern dass wir die tiefe, stabile meditative Stabilität als Sprungbrett nutzen, um mit ganz scharfen, wachsamer Aufmerksamkeit die Natur des Seins zu untersuchen. Dass wir hineinschauen in die Natur der Emotionen. Was ist Ärger? Wie entsteht Ärger? Wer ist da? Wer ärgert sich? Wo ist er? Was ist Begierde? Wie entsteht enger Geist? Wie entsteht das Greifen? Und so weiter. Dass wir also intelligent meditieren. Dass wir so meditieren, dass Einsichten entstehen können. Und dazu müssen wir eine gewisse Beweglichkeit des Geistes zulassen. Es täten gut daran, die Natur des Denkens zu untersuchen. Ist da überhaupt irgendetwas am Denken, an einem Gedanken, was gefährlich ist? Müssen wir ohne Gedanken sein? Oder gibt es ein Erwachen mit Gedanken? Wie ist das eigentlich? Ist Denken eine Hilfe oder ein Feind? So Fragen müssen wir uns stellen und tatsächlich auch untersuchen, sodass wir klar werden über die Natur des ruhigen Geistes und des aktiven Geistes, dass wir merken, dass darin unser Geist aufgeht. Da gehen wir an die Wurzeln des mangelnden Gewahrseins. Wir werden voll und ganz gewahr, was die Natur des Seins ist. Dazu ruft er uns auf. Dass wir nicht auf so ein Abstellgleis geraten in der Meditation, wo wir wie ruhig geparkt sind in tiefen Samadhis, aber keine tiefen Einsichten entwickeln. Das gibt es. Diese Meditation des nur ruhigen Verweilens kennt ihr doch bestimmt auch, habt ihr doch auch schon gemacht, oder?
Ich habe mich da einige Zeit dran aufgehalten. Also ist ja auch angenehm, aber bringt nicht viel. Also bringt eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts. Außer die Ruhe, die man erlebt. Und die ist schon ganz gut. Aber vorübergehend. Okay. Der Vers Nummer 3. Also die Praxis hier ist, konkrete Praxis, Übung, immer wenn ich meditiere, hinzuschauen, wie ist die Natur des Erlebens, wie ist die Natur des Seins, wie ist es? Mit der Frage, wie komme ich zur Erkenntnis des, wie es ist, darum geht es. Der Frage, was bleibe ich nur auf der Oberfläche, was ich erlebe, was da los ist und so, da bin ich immer dabei, wie so eine innere Inventur zu führen. Ah, jetzt waren wieder 10 Gedanken da, jetzt habe ich wieder das da, was. Das bringt nicht weiter. Wie ist der Gedanke entstanden? Wie hat er sich aufgelöst? Wie ist er im Moment seines Entstehens? Hat er Substanz oder hat er keine Substanz? Dass wir darauf achten, dass wir unsere Meditation zu einer intelligenten Meditation machen. Konkretes Beispiel, teilt euch die Zeit, die ihr zu meditieren habt, in 2 Hälften auf. Sagen wir mal, ihr habt eine halbe Stunde. Widmet die erste Viertelstunde der Praxis dem Ruhigerwerden, dem Beruhigen des Geistes und dem Klären. Und dann mit dem klaren Geist schaut in die Natur dessen, was ihr erlebt. Und wer es genau wissen will, kann ja in dem Buch von Fred von Eimen, Ursula Flückig und von mir, der Mahamudra und Vipassana nachschauen, da steht einiges drüber, denn wie man so schauen kann. Es gibt auch das Buch vom 9. Kamapa, Mahamudra, Ozean des wahren Sinnes, da steht das ganz, ganz ausführlich beschrieben, was mit geistiger Ruhe und mit Einsicht gemeint ist. Gibt viele Bücher. Ja, und jetzt kommen wir zum 6. Parameter. 30. Ohne Weisheit, nur mit den 5 anderen Parametern, ist es unmöglich, vollkommenes Erwachen zu erlangen. In Verbindung mit den Methoden, jene Weisheit zu kultivieren, die frei von der dreifachen Fixierung ist, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Also Prajna-Parameter, das Weisheitsparameter, ist die Essenz des Erwachens. Ohne das gibt es kein Erwachen. Es ist die Erkenntnis dessen, wie die Dinge sind. Das tiefe Gewahrsein. Es ist ein non-duales Erkennen, ein intuitives Erkennen. Es ist nicht möglich, das über Wissen, also das, über das Erlernen von Wissen dahin zu kommen. Es ist keine Weisheit, die über das Lernen, das äußere Lernen entsteht. Und wir finden in die Weisheit hinein, indem wir all die verschiedenen Methoden benutzen, das ist der Weg des Mitgefühls, dazu zählen die anderen 5 Parameters und all die verschiedenen Übungsansätze, aber immer geht es um das Seinsverständnis. Gibt es ein Ich oder gibt es keins? Ist da wer? Ist da jemand? Wo sind die Objekte der Wahrnehmung? Sind die im eigenen Geist oder sind die außerhalb? Wie ist das? All diese Fragen, all das, was die Menschheit, solange man Philosophiegeschichte kennt, beschäftigt hat, das nehmen wir uns vor und klären das. Eins nach dem anderen. Das sind die existenziellen Fragen. Gibt es mich oder gibt es mich nicht? Wer stirbt? Wer lebt? Wer denkt jetzt gerade? Wer macht sich jetzt gerade Notiz? Dass wir all das klären, das ist das Entwickeln von Weisheit. Und da braucht es diese Fragen. Und mit diesen Fragen in der Meditation richtet man sich so nach innen. Und dann bitte keine begrifflichen Antworten. Nur die Fragen, das sind wie so Sonden, die wir so lancieren. Wer meditiert? Und dann richtet sich der Geist so nach innen, die Aufmerksamkeit wird abgezogen von den äußeren Erfahrungen und wendet sich dorthin in diesem Bereich des Erlebens, wo wir eben noch dachten, da gäbe es mich. Und dann keine begriffliche Antwort, nur spüren, nur fühlen, nur sehen, was da ist und was da nicht ist. Wie ist das eigentlich?
Und viele Male so zu schauen, so zu fragen, ohne ins begriffliche Antworten zu verfallen, sondern in das unmittelbare Erleben zu gehen, mithilfe des Fragens, das fördert diese Einsichten, das lässt diese Einsichten nach und nach entstehen. Da gibt es einen schrittweisen Weg, das ist eben in diesem Ozean des wahren Sinnes sehr schön beschrieben. Und das ist der Grund, warum ich so ein Projekt mache wie den grünen Baum, damit Menschen die Möglichkeit haben, Schritt für Schritt unter kompetenter Anleitung Geistesruhe und Einsicht zu entwickeln, bis sich das natürliche Sein Mahamudra zeigt und wir dann nicht mehr ständig fragen müssen und forschen müssen, sondern in der Gewissheit des So-Seins unterwegs sind und dann anderen beistehen können. Es geht über die Meditation hinaus in die Aktivität zum Wohl anderer. Und das ist ein Prozess, bei dem man Unterstützung braucht. Dann ist man immer dabei, irgendwie herumzurudern in seiner Meditation. Man weiß gar nicht, ob man Fortschritte macht oder stagniert. Irgendwie gar keine Orientierung. Man weiß gar nicht, jetzt meditiere ich schon so lange, woran soll ich eigentlich jetzt weiter meditieren? Worauf soll ich denn jetzt meine Aufmerksamkeit richten? Worum geht's denn jetzt eigentlich? Und da gibt es tatsächlich ganz verlässliche, wie so innere Landkarten, also Erfahrungsberichte und Erfahrungsberichte, die ausgetauscht wurden über viele Generationen und wo klar ist, ah ja, das ist so für die meisten Menschen der Weg, wie sich diese Einsichten allmählich zeigen. Und so können wir helfen, dass diese Einsichten auftreten. Ich habe jetzt gerade einen Schüler gehabt für 3 Monate im Retreat in Hofsgrund oben. Es war so berührend zu sehen, wie der wirklich einen Schritt nach dem anderen durch diese Lektionen durchging und dieses Verständnis sich in ihm zeigte und immer natürlicher wurde und das Vertrauen in den eigenen Geist immer mehr zugenommen hat. Wirklich, wirklich berührend. Das sind für mich so die Highlights. Da habe ich das Gefühl, ja, dafür lebe ich. Genau, das ist es. Wenn dann so der Geist sich befreit aus den Annahmen über die Wirklichkeit und wirklich weiß, wie es ist. Ganz gewiss, ganz sicher. Ja, das waren die... Ach so, ich muss ja noch erklären, was die dreifache Fixierung ist. Das ist ein Ausdruck, das ist eigentlich Trimandala auf Sanskrit, also das Dreier-Mandala. Das ist das Mandala der samsarischen Existenz. Subjekt, Objekt und Handlung, also ich und das andere und die Beziehung, die Handlung, die dazwischen entsteht. Zum Beispiel ich, der Sehende, dort das Gesehene und das Sehen, was zwischen beiden stattfindet. Oder ich, der Gebende, du, der Empfangene und die Handlung der Freigebigkeit, des Schenkens, die zwischen beiden stattfindet. Und das sind Fixierungen. Weder das Ich gibt's als Ding, als etwas, da ist nur Prozess. Das, was wir das Andere nennen, egal ob Objekt oder Person, ist auch Prozess. Und das Schenken gibt es auch nicht. Es gibt auch da nur Prozess. Und diese Illusionen, also das nennt man die dreifache Fixierung, diese Illusionen wirklich tief aufzulösen, dass wir jederzeit in einem Prozess Gewahrsein sind, das ist der Weg des Erwachens. Immer mehr in dieses Prozessgewahrsein hineinzuführen. Bei allem. Wenn ich dir etwas gebe, habe ich das Gefühl, oh, ich bin ganz großzügig, ich schenke dir ein Buch. Habe ich dir etwas gegeben? Okay, du kannst das auf deine Art beantworten. Wenn ich das beantworte, dann habe ich in meiner Wahrnehmung von etwas vermeintlich anderem, diesem vermeintlich anderen etwas gegeben. Aber eigentlich habe ich es dieser Vorstellung in meinem Geist gegeben. Ja? Habe ich dem anderen das gegeben? Oder leite ich meine Befriedigung daraus ab, dass das Bild, was ich mir geschaffen habe vom Gegenüber, jetzt hoch erfreut ist? Ganz spannende Frage. Ja, wir können nicht aus unserer eigenen Wahrnehmung raus. Das Geben hat gar keinen Gebenden und Empfangenden, sondern ist ein Prozess innerhalb einer Wahrnehmung, einer Wahrnehmungswelt. Ganz spannend, wo der vermeintlich andere
gar nicht getrennt von meinem eigenen Geist wahrgenommen werden kann. Ich kann dich ja nur in meinem Geist wahrnehmen und du mich auch nur. Das heißt, kriegst du etwas von jemandem anders geschenkt? Auch ganz spannende Fragen, wo wir merken, boah, unsere normalen Vorstellungen von ich und du, wen liebe ich eigentlich? Ich und meine Partnerin. Wer liebt hier wen? Lebe ich meine Vorstellung? Lebe ich die da wirklich? Wie ist die eigentlich jenseits von meiner Vorstellung? Werde ich nie herausfinden. Ja? In der Liebe wird es offenkundig. Da habt ihr euch die Frage vielleicht oft schon gestellt. Wie ist das eigentlich mit den eigenen Vorstellungen? Tatsächlich merkt man, es gibt nur den Prozess des Liebens. Weder gibt es dort einen Mittelpunkt, ein Ich, weder gibt es einen Empfang, einen Geliebten auf der empfangenden Seite. Es gibt den Prozess des Liebens und da ist Interaktion und das ist auch ständiger Prozess. Mit jemandem anders, der auch ständiger Prozess ist, aber über den ich nichts weiß, als das, was mir meine eigene Wahrnehmung zugänglich macht. Das tief zu verstehen, was für ein Tanz mit den Phänomenen das ist, der da die ganze Zeit stattfindet, das nennt man Weisheit. Ja, das ist befreiende Erkenntnis. Darum geht es in der Tiefe. Nicht sich solche Konzepte, die ich jetzt benutzt habe, anzuziehen, sich die irgendwie überzustülpen, das ist keine Weisheit. Sondern das zu erforschen. Und dann habt ihr vielleicht eure ganz eigenen Worte, wie ihr das beschreibt, was ich jetzt versuche zu beschreiben. Das hat jeder seine eigenen Worte. Aber zu wissen, worum es sich handelt und damit ganz spielerisch umgehen zu können, würde ich mal sagen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Dann möchte ich gerne widmen mit euch, da jetzt machen wir keine Fragen mehr, denn es ist schon zu spät. Ich singe vielleicht nochmal die Widmung auf Tibetisch. Wer sie kann, kann sie gerne mitsingen. Sönam de ye tam je sing pane tam ne ne pe janam pam je ne kenga na chim palam jam pa ye si pe so le jova jova shok Champa Bhava Jita Champa Dang Kuntu Sampo De Yang De Shinda Tenda Kunji Jesu Dan Lom Jeng Ke Vang De Da Tam Je Dam Tu Ngu Sangye Kusum Nipe Jin Lam Dang Chuni Minjua Dempe Jin Lam Dang Kendu Mije Dumpe Jin Lam Jin Jin Tang O Wa Man Lam Drum Pah.